Moin, moin, Leute, und damit herzlich willkommen zum Stream. Hallo, schön, dass ihr da seid. Moin, moin. Wen haben wir denn hier so alles? Der Seifo ist da, Tobi4Play ist da, der König, Reini ist auch da, Yoshi Cool ist da, der Bombenboss da, sehr schön. Oh, die Maki ist da, yay, Hallöchen. Und, Tobito ist auch da. Moin, moin. Schön. Schön, schön, schön. So, lass uns ein bisschen Terraria weiterzocken, habe ich gehört. Und zwar spielen wir mit Bosta in Bostelona. Und nur noch wenige Stunden, bis es keine Grants-Shirts mehr gibt. Safe und Tobito, eure Bestellung ist auch noch gut angekommen heute. Da habe ich mich gefreut. Und, ja, ansonsten, wer noch so ein wunderschönes Grants-Shirt haben will, muss sich beeilen, ja? Es ist nicht mehr viel Zeit. Ach ja, wir wollten heute den Duke beschwören. Oh. So. Warum sollten mich alle auf den Stream aufmerksam machen, der gemutet ist? Ist doch egal. Kommt doch eh noch auf YouTube. Auf YouTube wird er nicht gemutet, so ich kann die Cam noch ein Stück nach links packen, wa? Ah, jetzt bin ich in der Mitte. So, sehr schön. Sehr schön. Saskia, du bist ja auch auf der Gamescom wieder, ne? Ich hoffe, wir sehen uns diesmal. Falls nicht, welche Tage wirst du da sein? Wir wollen Freitag und Samstag ein Treffen machen. Ey, ich hab doch gesagt, hallo, Saskia. Wahrscheinlich warst du wieder verwegt, warum ich nicht Narimaki gesagt habe. Stimmt. Hallo, Narimaki. So, wir wollten den Duke machen, Leute. Brauchen wir da Buffs? Da brauchen wir definitiv Buffs für, denke ich mal. Dann lass uns mal schauen, was unsere Buff-Kiste noch so hergibt. Was haben wir denn da noch Schönes? Also, so ein Regeneration. Das hört sich gut an. Iron Skin geht immer. Rage. Magic, bla bla bla. Swiftness ist auch immer nicht schlecht. Titan, Featherfall, Fishing. Ah, ein paar haben gefehlt. Ich hatte mir aber aufgeschrieben, welche gefehlt hatten. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ich meine Liste hier noch irgendwo habe. Lass mich mal eben schauen. Moin, moin, Combat! Grüß dich! Kannst du mal die mechanischen Bosse machen, bitte? Ja, ich glaube, die sind ein bisschen langweilig. Also, mir fehlt Archery. Archery Potion. Müssen wir gleich mal gucken, was wir dafür brauchen. Night Owl. Da haben wir den Night Owl. Tun mal so 6 Stück. Das sollte doch erstmal genügen. Einen nehmen wir. Shine Potion. Ah, siehst du, da brauchen wir direkt auch Shine Potions neu. Die erkennt man immer schnell. So, wieder 6 Stück. Die kommen dann hier rein. So, mir fehlen noch Archery und diese Ammo Reservation Dinger. Das schaue ich mal gleich nach. Keine Sorge. Builder Crate, Night Owl Coming, Inferno Flipper, Jills, Water, Hard Reach ist immer gut. Hunter, damit ihr mehr sehen könnt. So, dann lasst uns mal schauen wegen Archery und wegen Ammo Reservation Dingens da. Für die Ammo Dinger brauche ich wieder diese Double Cut oder wie der Scheiß heißt, ne? Denke schon. Grants wird den Duke nicht schaffen. Ich würde erst die ganzen Events machen, da sie sonst zu einfach werden. Welche Events meinst du denn, Watercunt? So, wir brauchen Double Dingens. Atlantic Cod, hier die Double Cod Dinger. Glaube ich jedenfalls. Ich frage mal eben hier den Dingens, weil ich muss eh wegen Archery Potion. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Archery. Wie sah der nochmal aus? Da haben wir noch schon. Dayblum, Linsen. Oh, okay. Linsen haben wir aber auch ein paar. Und den Ammo Reservation. Wie sah der nochmal aus? Ciao, bin ich blind oder wat? Wo ist er denn? Der Ammo Reservation. Ja, hier. Genau, Double Cut, ja.
Das heißt, wir brauchen ein paar Linsen. Die bekommen wir hier aus der Enemy Drops Truhe. 95 Linsen, das sollte klar gehen. So, dann gehen wir hier ran. Und dann craften wir mal ordentlich. Also, Ammo Reservation. 4 Stück, sehr gut. Und Archery. Da. Archery hauen wir einfach alle weg. 9 Stück. Ah, es ist an den... Oh, wir brauchen mehr... Wir brauchen mal wieder mehr Gläser. Alles klar. Die sollten wir uns demnächst mal holen. Die Linsen... Die Linsen kommen hier mit rein. Okay, Leute. So, das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, die, ich glaube, die mechanischen wären zu langsam. Wir könnten ja gleich mal versuchen, alle drei mechanischen Bosse gleichzeitig zu machen. Was haltet ihr davon? Das könnte man mal machen. So. Was wir auch noch machen könnten gegen den Duke, weil ich habe keine Arena, dass ich eine Gravitation Potion mitnehme. Notfalls, man weiß ja nie. Und dann hole ich mir hier die Buffs. Und gehe nach links, denn links ist ein schönerer Ozean. Hallo, ich habe noch Zahlen hinter meinem Namen. Den muss man auch vorlesen. Okay. Werde ich nächstes Mal dran denken und deinen Namen gar nicht vorlesen. Ha! Ich bin so ein Monster manchmal. Wir holen uns wieder unseren wunderschönen Dragon. Hua, hua! Leute, benehmt euch. Was verlangst du vom Chat? Wissen wir doch schon lange, dass die sich alle nicht benehmen können, hier die Boys and Girls. Hast du noch was geschrieben gehabt, Saskia? Ich habe gar nichts mehr gelesen gehabt. Du bist auch wieder auf der Gamescom, oder? Es sind ja einige auf der Gamescom dieses Jahr. Und einige sogar mit einem schönen Grants-Shirt. Da freue ich mich drauf. Lass mal so ein geiles Gruppenbild machen. Wo denn so 6-7 Leute so ein Grants-Shirt anhaben, das wäre so nice, das wäre echt geil. Was habe ich eh schon gesehen, Combat? Alle drei Bosse gleichzeitig haben gerade mal 1,5% geschafft. Ah, du darfst bedenken, die Achievements wurden aber auch erst mit dem jetzigen Update eingefügt. Erinnert ihr euch noch an das eine Video? Ich hatte mal ein Video gemacht, wo ich gegen alle drei mechanischen Bosse gekämpft habe. Das war geil. Das hat richtig Laune gemacht. Ravenstee, moin moin. Sorry, dass ich dich wirklich übersehen habe. Das tut mir leid. Ist natürlich nicht böse gemeint. So, wie machen wir das jetzt am besten? Jetzt schon die Tränke nehmen? Ich weiß nicht, wie schnell man den Duke fängt. Oder ob man den instant fängt, wenn man so eine gute... diesen guten Wurm dabei hat. Denke mal schon. 104 Fishing Power. Der Wurm ist noch ganz oben. Jetzt steht da einfach nur Warning. Duke Fishron has awoken. Okay, alles klar. Ich muss erstmal abhauen kurz. So, und jetzt wird hier Duke Fishron angeballert. Ich habe keine Ahnung, Leute, wie der so abgeht. Ich habe noch nie gegen den Duke gekämpft. Noch nie in meinem ganzen beschissenen Leben. Von daher, seid mir nicht böse, wenn ich es beim ersten Mal nicht schaffen sollte. Aber wie viel Lebensenergie hat der Duke doch gar nicht? Oh, der kann zaubern, ne Boy! Denkst du, du bist ein Magier oder was, ey? Lächerlich, Junge, lächerlich. What the actual fuck? Der Duke. Da ist er. Oh!
Heiltrank schnabulieren. Weiß nicht, warum er immer so abhaut. Hast du Angst vor mir, Duke? Hast du Angst? Da ist ja gar keine Gefahr für mich. Okay, Leute, das ist das allererste Mal, dass ich gegen Duke Fischron kämpfe, muss ich ehrlich sagen. Okay, oh, scheiße, er hat noch eine Rageform. Er hat noch eine Rageform, das wusste ich nicht. Lecco mio! Woop, woop, Duke Fischron! Wer ist das? Wer ist der Duke? Keine Ahnung, Leute. Hier, der Grants. Das ist ein cooler Kerl, habe ich gehört. Jetzt habe ich meine Buffs noch. Was mache ich denn jetzt? Mal eben schnell in den Dschungel gehen. Vielleicht haben wir Glück und da ist irgendwo Plantera. Weiß nicht, den fand ich jetzt nicht so krass. Der beschwört Sharknados. Ehrlich jetzt? Sharknados? Sharknado incoming! So, in den Dschungel. Vielleicht haben wir Glück und finden schnell eine Plantera Bulb. Plantera Bulb? Bin ich schon wieder am Dschungel vorbei? Nee, 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 tu doch weh. Ah ja, hier geht's rein. Irgendein Merchant ist gerade arrived, habe ich gehört hier. So, ist hier irgendwo eine Plantera Bulb? Das ist so jetzt der nächste Gegner, wo wir hier in der Nähe wären. Weil wir haben diese schönen Buffs gerade alle noch aktiv. Bin mir nicht sicher, ob wir irgendwo eine Plantera Bulb haben. Haltet mal die Augen offen, Leute. Falls ihr was seht, schreit bitte in den Chat. Falls ihr wirklich eine Plantera Bulb sehen solltet, dürft ihr sogar einmal Caps schreiben extra dafür, damit ich das sehe. Sonst übersehe ich das nämlich eh wieder. Ich achte jetzt gerade nicht ganz so viel auf den Chat, weil ich muss mich beeilen mit der Bulb. Solange die Buffs noch einigermaßen aktiv sind hier. Habe ich das hier gebaut? Wenn ja, warum? Keine Ahnung. Nee, noch keiner hat gesehen, wa? Plantera, wo bist du? Na, ich fürchte, wir werden kein Glück haben. Hier ist der Dschungel. Ah, ich weiß, wo eine ist. Ich weiß, wo eine ist, Leute. Ich weiß, wo eine ist. Oh, 4 Minuten gehen die meisten Buffs nur noch. Ach ja, stimmt. Ich kann mich jetzt halt durch den hier durchbuddeln. Sehr schön. Ach scheiße, jetzt komme ich hier rein. Ja, jetzt flute ich den Tempel. Shit. So, genau, da vorne ist nämlich die Plantera Bulb. Dann machen wir Plantera hier in der Arena. Wenn wir eh schon mal jetzt hier sind, dann machen wir Plantera jetzt schnell. Jetzt braucht ihr auch bitte nicht mehr in Caps schreiben, sonst muss Comet hier noch Strikes verteilen. Das wäre doch ziemlich unsexy, oder? So, wo kommt Plantera her? Von links, okay. Ei, da wollt mich schnabbeln. Schnabbeln, schnabbeln, schnabbeln. What the actual fuck? Weißt du, was mir gerade mal aufgefallen ist? Ich habe noch nicht mal meine Boss-Ausrüstung an. Also ich habe gar nicht die richtige Ausrüstung eigentlich an. Wow, ist der Bogen heftig. Lecco mio, ist der Bogen heftig. Boah. Nicht schlecht, Junge, nicht schlecht. Okay, komm, lass uns nach Hause gehen. Und dann könnten wir mal schauen, was wir Schönes in diesen Taschen haben. Einmal im Plantera-Dingens, Tempel, Schlüssel picken im Grenade Launcher. Brauchen wir nicht. So.
So, und jetzt natürlich noch hier den Treasure Bag von Duke Fischron. Shrimpy Truffle. Attracts the legendary creature which flourishes in water in combat. Wo kommt der hin? Hier? Ah, hier, okay. Oh, guck mal! Ey, wie cool ist der denn? Wir haben einen kleinen Duke bekommen als Expert-Item. Geil. Und wir haben außerdem die annoying Bubble Gun. Okay. Oh, ist das cool, das Viech. Kann ich damit so lange fliegen, wie ich will, oder was? Das Ding ist ja süß. Haha, cool. Dann kommen jetzt hier... Ja, komm in die Truhe. Die Bubblegun tun wir... Nee. Hier rein. Und meinetwegen den Grenade Launcher auch. Ich glaube, wir hatten noch keinen, oder? Warte mal. Doch, wir hatten den Godly Grenade Launcher. Den kann der hier weg. Ah ja, und den Apfel behalten wir aber auch. Wenn man im Wasser war, ist er schneller für eine kurze Zeit. Ah, okay. Oh, 10 Gold. So, dann kannst du jetzt von mir haben den Tempelschlüssel. Ja, das Sporenset. Das. Viel Quatsch wieder im Inventar. Aber so ist das irgendwie immer bei uns, ne? Unser Inventar ist immer voll mit Quatsch. Ich weiß auch nicht. So, es wird gleich Nacht. Im Wasser ist er super schnell. Cheers, oh Nick. Gott! Kevin! Damit mein Name auch wieder einmal unten steht. Auch wenn es nicht viel ist, Hauptsache der Name ist da. Vielen Dank, Kevin, für deine Donation. Vielen Dank für deine Unterstützung, mein guter. 5-Euro-Donation von Kevin. Kevin Hype, ey. Vielen, vielen Dank, mein guter. So, die mechanischen Bosse wollte irgendjemand sehen, wa? Könnten wir ja mal machen. Warum eigentlich nicht? Was brauche ich dafür? Souls of Night. Ich weiß nicht genau, wie viele. Souls of Light. Dann brauchen wir Knochen auf jeden Fall. Knochen, Vertebrae und Linsen. Und Eisen. Glaube ich. Also stellen wir uns erstmal ein bisschen Eisen her. Jo, 17 Stück sollten reichen. Mechanische Auge. Mechanischer Wurm. Mechanischer Dingens. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da unbedingt meine Buffs für brauche. Was haben wir denn so für Buffs? Iron Skin können wir auf jeden Fall nehmen, weil davon haben wir noch mega viele. Regeneration auch meinetwegen. Swiftness, na, ist nicht so wichtig, glaube ich. Range, Critical Chance. Archery nehmen wir noch. Ammo Reservation. Eigentlich haben wir ja schön viele Tränke. Warum nicht nehmen? So, 6. Diese 6 sollten theoretisch genügen. Hard Reach können wir noch. Dann kämpfen wir gleich mal gegen alle 3 mechanischen Bosse, wenn es Nacht wird. Da heißt sogar Cute Fischron. Echt jetzt? Zeig mal her. Shrimpy Truffle heißt der bei mir. Nicht Cute Fischron. So, Sonne geht gleich unter.
wir uns freuen. Das Pet heißt aber wirklich Cute Fish Run. Woher wisst ihr das? Also woher weiß man das, wenn das hier nicht steht? Wird mir das angezeigt, wenn ich nähe? Hua, Cute Fish Run. Ich wähle dich, Bisasam. Wie schnell bin ich denn mit dem? 24 Meilen. Ah, genauso schnell, als würde ich laufen. Okay. Ja, warum nicht, oder? Achso, ich soll mir den Buff anschauen. Ah, Cute Fish Run Mount. Just don't make it crawl. Ah, Mist, ich hab vergessen, den Merchant, den ne, Händler mir anzuschauen. Ah, warte mal, ich wollte noch. Ah ja, was ich noch machen wollte, ich brauche eine neue Lampe. Diese Lampe hier ist echt scheiße. Wo kriege ich nochmal diese geile Deluxe-Deluxe-Lampe her aus dem Dungeon, oder? Ich glaube, da muss ich in Hard Mode Dungeon, ne? Kann das? Da hat man eine Chance, dass irgendjemand die droppt, oder? Kann mir das mal jemand kurz sagen, ob das stimmt soweit? Wenn er im Wasser war, fliegt er schneller. Habe ich hier irgendwo ein bisschen Wasser? Cheers, Walter! Ihr könnt mich nicht immer so erschrecken. Was Kevin kann, kann ich doppelt. Weitere Teile in YouTube hochladen. Du machst es super. Saludos. Der Pinguin P hat 8 Euro donated. Hat in Mathe nicht aufgepasst. Denn Kevin hat 5 Euro donated. Aber trotzdem, vielen, vielen Dank für deine Donation. Vielen Dank für deine Unterstützung, mein Guter. Wesentlich schneller sogar. Jetzt sind seine Augen wieder normal. Ist wirklich nur kurzzeitig. So, und wie schnell ist er dann? 27, das stimmt doch nicht. Ach, das ist der Wind. Hahaha, ha, ha. Da unten ist meine Geschwindigkeit. 33 zu Fuß. 34. Oh ja, fast doppelt so schnell sogar. Cool, nicht schlecht. Okay, alles klar. Dann gönnen wir uns mal einen Spaß hier. Gönnen wir uns mal ein Achievement hoffentlich, wa? Oh, das wollte ich gar nicht. Oh, der erste rastet aus. Scheiße, vielleicht hätte ich meine richtige Ausrüstung anziehen sollen. Der erste ist down. Das erste Auge ist down, Leute. Boah, Skeleton ist aber noch gut dabei. Da ist der erste down. Der Destroyer ist tot, Leute. Tot ist er. So, da liegt eine Trophäe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ihr könnt mich nicht immer so erschrecken, Leute. So, den haben wir besiegt. Ich schaue gleich. Ich würde noch gerne hier ihn hier besiegen. Skeleton Prime, Leute. Der letzte Boss, der hier rumsteht bei uns. Na, komm doch, Skeleton. Da bist du. Na, komm. Boah. Boah, guck dir das an. So, wer wollte nochmal, dass ich die mechanischen Bosse mache? Bitteschön. So muss es sein. Wieso regneten da gerade noch so viele Sterne nieder?
Keine Ahnung. Ja, das wäre geschafft. Ich habe, glaube ich, die Treasure Bag. Ah, doch, ich habe alle drei Treasure Bags und wir haben Retinaser Trophy.